Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute werden wir uns wieder was ganz Einfaches machen, aber dafür ist es richtig lecker. Wir werden uns einen bunten Hackfleischtopf machen. Wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, was ihr alles braucht, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Das genaue Rezept sowie die Zutaten und die Mengen dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und die Zutaten schauen heute wie folgt aus. Da haben wir hier einmal Hackfleisch. In meinem Fall ist das jetzt halb und halb. Was ihr da nehmt, ist eigentlich recht egal. Nehmt das, was euch am besten schmeckt. Wir brauchen Erbsen. Dann habe ich hier ein paar Möhren liegen, Kartoffeln, Paprika, Zwiebeln. Hier haben wir Creme Fraiche, Wasser brauchen wir. Dann haben wir hier Brühpulver stehen, wie ihr euch das selber machen könnt. Da ploppt jetzt hier oben ein Video auf, könnt ihr euch gerne angucken und vielleicht sogar nachmachen. Salz und Pfeffer brauchen wir und hier vorne haben wir noch einmal Tomatenmark und Paprikapaste. Ein bisschen was schnippeln müssen wir heute auch wieder. Da fangen wir hier mit unseren Möhren an. Die brauchen wir uns einfach nur hier in solche Scheiben schneiden. Nach den Möhren werden wir uns jetzt um die Erbsen kümmern. Die werden wir uns hier so rausnehmen und vierteln. Das ist natürlich nur ein Scherz. Wir nehmen die Kartoffeln. Die werden wir uns einfach nur grob würfeln. Dann nehmen wir die Zwiebeln, die werden wir hier halbieren und dann machen wir uns hier solche Halbringe daraus. Alternativ könnt ihr sie auch würfeln, aber ich finde Halbringe schöner. Zum Schluss haben wir jetzt noch die Paprika, da habe ich das Kerngehäuse rausgemacht, dann werden wir sie uns vierteln. Dann aus unseren Viertelstückchen nehmen wir uns dann noch mal hier so die Hälfte. Dann gucken wir, dass wir solche Stückchen rauskriegen. Das reicht. Wer möchte, kann es natürlich auch noch feiner schneiden. Dann werden wir mit dem Schnippel durch. Das heißt, wir können starten. Dazu werde ich jetzt im Hintergrund die Kohlen durchglühen und wir sehen uns am Dutch Oven Tisch wieder. Da wären wir dann am Dutch-Oventisch angekommen. Die Kohlen sind durchgeglüht, haben hier in meinem Hieber 2 Platz genommen. Nutzen als Dutch-Oven werde ich hier meinen DO9A von BBQ Toro. Das heißt, hier werden wieder locker 6 Personen satt. Da machen wir den Deckel runter. Dann schütten wir etwas Öl rein und das lassen wir jetzt erstmal auf Temperatur kommen. Unser Öl sollte dann jetzt heiß genug sein. Da werden wir uns jetzt portionsweise das Hackfleisch drin anbraten. Das könnt ihr jetzt schön krümelig machen oder einfach nur so wie ich, dass wir immer noch so ein paar Stücke haben. Weil auf ganz so krümelig stehe ich nicht. Wer das möchte, kann das gerne so machen. Hat das Gehackte jetzt die gewünschte Farbe, nehmen wir es erstmal raus. Braten den Rest an und wenn wir es komplett angebraten haben, werden wir es einfach nur salzen und pfeffern. Nachdem das Gehackte dann fertig ist, nehmen wir unsere Zwiebeln und die braten wir jetzt erstmal schön an. Wo unsere Zwiebeln dann glasig wurden, habe ich dann die Möhren dazugegeben und auch die braten wir jetzt noch mal schön mit an. Jetzt kommen die Erbsen dazu. Hier in die Mitte, da geben wir dann jetzt unser Paprika- und Tomatenmark. Jetzt können wir dann alles schön miteinander verrühren. Dann geben wir noch die Paprika dazu und das Ganze lassen wir jetzt noch mal so gute 5 bis 10 Minuten hier unter ständigem Rühren braten, damit wir unser Paprika und Tomatenmark so ein bisschen angeröstet bekommen. 10 Minuten weiter kann dann auch schon das Hackfleisch wieder dazu
Auch das rühren wir unter. Jetzt gießen wir das Ganze schön mit Wasser auf. Einfach nur so viel. Hat sogar genau gereicht, dass es hier oben abschließt. Geben dann jetzt unser Brühpulver dazu. So, dann streichen wir uns das hier oben so glatt. Ihr seht, die Flüssigkeit, die reicht uns für den jetzigen Zeitpunkt erstmal aus. Ich werde jetzt hier den Deckel drauf machen und dann lassen wir das gute 20 Minuten köcheln. 10 Minuten hat das Ganze jetzt geköchelt. Anfangs sagte ich was von 20, aber meine Frau möchte gerne, dass das Gemüse noch ein wenig Biss hat und nicht totgekocht ist. Deswegen sollten die 10 Minuten genügen. Wer jetzt das Ganze so haben möchte, dass er es schön zerdrücken kann, der lässt es natürlich länger köcheln. Jetzt würde ich mir aber erstmal einen Löffel nehmen und unsere Soße probieren. So, da müssen wir noch einmal aufrühren. Oh ja, ein bisschen Salz können wir da dran machen. Ich denke mal, das reicht. Wenn nicht, schmecken wir gleich nochmal ab. Nachdem dann jetzt abgeschmeckt ist, das macht dann natürlich nach euren individuellen Bedürfnissen, haben wir hier noch die Kartoffeln. Die werden wir jetzt noch dazugeben. Dann werden wir auch die schön unterrühren. Und dann müssen wir so ein bisschen die Flüssigkeit im Auge behalten, denn unsere Kartoffeln, zumindest die Stärke davon, wird das Ganze so ein bisschen abbinden, was es auch sein soll, weil ganz so viel Flüssigkeit wollen wir heute nicht drin haben. Deswegen einfach nur immer schön rühren, nachgucken, was macht die Flüssigkeit. Sollte es dann doch zu wenig werden, klar, geben wir ein bisschen was dazu. Aber ich denke mal, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, schickt das vollkommen aus. Dann werde ich jetzt den Deckel drauf machen. Und das Ganze wird dann gute 20 Minuten noch mal vor sich hin köcheln, weil ich denke mal, das werden die Kartoffeln brauchen. Aber wir werden zwischendurch noch einmal reinschauen und gucken, wie die Kartoffeln sind. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Wir sind 15 Minuten weiter, wir schauen noch einmal rein. Und wie man sehen kann, das brodelt richtig schön vor sich hin, so wie es sein soll. Jetzt werden wir mal die Kartoffeln testen. Ihr seht, die sind so gut wie durch. Ich gebe dem Ganzen noch mal 5 Minuten, dann rühren wir die Creme fraiche ein und dann sind wir fertig. Mittlerweile sind unsere Kartoffeln dann auch fertig. Jetzt kommt noch einmal die Creme fraiche dazu. Und auch die rühren wir nur unter, nehmen das Ganze von der Hitze und dann sehen wir uns, wenn wir das Ganze probieren. Jetzt können wir uns was auffüllen und wir werden probieren. Dann hätten wir es geschafft, unser bunter Hackfleischtopf ist fertig. So schaut er aus. Dann sehen wir hier unsere Erbsen, die Möhren, wenn man so durchsticht. Ihr merkt, die haben noch einen leichten Biss, so soll es sein. Dann die Kartoffeln, auch die sind genau auf dem Punkt. Aber es hilft nichts. Einmal auf den Löffel und probiert. Dann guten Appetit. Mmh. Also die Kombo alleine, die ist schon mega geil. Erbsen, Möhren, Kartoffeln gehen immer. Dazu dann das Hackfleisch. Unsere Soße, die wir gemacht haben, bestehend aus der Brühe und Creme fraiche, die dem Ganzen so ein bisschen Cremigkeit verleiht. Und Paprika, muss ich sagen, die gehen irgendwie wo so ein bisschen unter, weil die sind dann doch totgekocht. Die Erbsen, die sind noch, ja, die sind super. Und geschmacklich, wie gesagt, einfach nur 1A spitzenmäßig. Wer es jetzt schärfer möchte, haut sich da bitte noch eine Chili dran oder irgendwas anderes, was halt Schärfe verursacht. Aber Tabasco zum Beispiel. Aber so wie das ist, reicht das vollkommen aus. Und wenn ihr es nachmacht, lasst mich wie immer wissen, wie hat es euch geschmeckt. Hm, probier mal.
Dann sind wir auch schon wieder am Ende vom Video angekommen. Ihr habt gesehen, mit ein paar frischen Zutaten kann man sich was richtig Leckeres zaubern. Schnell gemacht ist es auch noch, denn gute anderthalb Stunden dauert das mit Schnippeln, also überschaubar. Dann kann man das Ganze gut vorbereiten, zum Beispiel heute anfangen vorzukochen, nächsten Tag einfach nur noch fertig kochen. Das heißt, ihr macht einfach alles so weit fertig, bis auf die Kartoffeln. Die macht ihr dann den nächsten Tag noch mit da rein, weil sonst wären sie zu matschig. Und geschmacklich, wie eben gesagt, ist das einfach nur der Hammer. Und wenn ihr es dann am zweiten Tag natürlich aufwärmt, ist ja wie bei jedem Eintopf, der schmeckt dann nochmal besser. So, jetzt will ich euch aber auch nicht länger langweilen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür, da natürlich einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne hier oben nachholen. Da klickt ihr einfach auf mein Logo, dann auf Abonnieren, natürlich noch die Glocke mit aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sage ich wie immer, gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.